Naja, da war halt damals der Augustus und der hat gesagt, Kines, kommt mal bei, ich muss euch mal erzählen, ich muss mal wissen, wie viel Volk von meinem Volk da unterwegs ist. Naja, und da sind sie losgegangen und ja, jeder in die Stadt, wo er geboren worden ist, also musste der Ali Josef mit seiner Schneck, der Klar Maria, auch los und dann sind die nach Bethlehem gegangen. Naja, und da war kein Platz. Also da war kein Platz, kein Hotel war frei, keine Pension war frei, also wie bei der IAA in Frankfurt früher. Und da haben sie sich gesagt, okay, nehmen wir halt, was da ist. Und da war ein Stall, da lag eine Krippe, Kühe drum, Esel, Schweinchen und alles, was sich damals so an Viehzeug rumgekräuschelt ist. Ja, und da, ja, da kam der kleine Balsch auf die Welt, gell? Der kleine Jesus war dann da und die Maria hat ihn eingewickelt und hat ihn in die Krippe gelegt. Ja, und gleichzeitig ist auf der anderen Seite von dem Dörfsche ist dann ein Engel runtergefahren. Das ist so ein Typ mit zwei Flügelchen, gell? Und hat der Hirte gesagt, Kines, passt auf, da hinten ist der Heiland geboren. Den guckt ihr euch jetzt mal an und verbreitet mal in der ganzen Welt. Ja, dann sind die Hirte mal hingegangen, haben sich der Heiland angeguckt und fanden das ganz toll. Und sind dann rausgegangen und haben es rumsposauniert. Also, der Heiland ist jetzt geboren, ab jetzt geht's uns besser. Jo, wie das ausging, wissen wir ja. Patris et Filii et Spiritus Sancti.